Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sword Art Online Hollow Realization mit Nico. Moin Moin. Und ich habe jetzt Domoy mit dem Team. Mal gucken, ob sie gut heilt. Und wir müssen ins zweite Gebiet, ne? Jupp, glaube schon. Ist ja jetzt auch nur noch die Main Quest aktuell offen. Wie weit müssen wir da noch rennen? Dahin müssen wir. Da sind wir aktuell, ne? Das heißt, im nächsten Gebiet fängt schon die nächste Hauptquest an. Das ist cool. Alles klar. Und wie halt schon jetzt in den letzten zwei Folgen, werde ich mich da trotzdem auch durchprügeln. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich gebe hier erstmal an Domoy einen EP Plus Trank, weil die ist erst Level 10. Chart ist ja zum Glück relativ schnell nachgekommen. Ja, Chart war 13, als wir sie mitgenommen haben, und mittlerweile ist sie halt jetzt schon 20. Dämonenflügel habe ich gerade bekommen. Was hatten wir gebraucht? Dämonenschwanzfedern, wa? Mir irgendwie so ein Federnteil von einem Dämon. Erstmal auf die Karte gucken, wie rennen wir? Kreuz und quer, würde ich mal sagen, wie die Karte gerade aufgebaut ist. Ja, ich guck gerade, wie ich am besten für die Kisten rennen soll. Hier gibt's kein einziges Event-Fragment. Nö. Domoy ist Level 11. Gut möglich, dass das auch erst dazu kommt. Soll ich trotzdem mal da links reinrennen, wo nix ist? Kann's ja ruhig mal machen. Mich würde nämlich interessieren, wenn da nix auf der Map ist, ob die dann wenigstens irgendwas Cooles dahin platziert haben, dass sich das auch lohnt, wenn Spiele erkunden. Meinst du so ein kleines Secret oder wie? Ja, vielleicht sowas wie die Gräber, wo ich gesagt habe, ey, das sind Gräber. Ach, da ist mein alles da. Oder vielleicht ein Gegenstand am Boden liegend, der mal ein bisschen besser ist als ein Insektenskelett oder ein Schalentierbein. Ein Dolch. Den könnte ich Domoy schenken. Verwendet sie da Dolche? Domoy spielt, glaube ich, mit Dolch, ja. Ach so. Ja, ich meine, guck dir das an, das ist safe ein Dolch. Hast du das kleine Ding da gesehen? Ja, so ein richtiger Zahnstocher ist das einfach nur noch. Ein Dreieck in der Hand. Dämonenhorn wurde mittlerweile ins Lager geschickt. Lebloses Kopfstück wurde auch zum Lager geschickt. Holy shit. Die Wohlzeit, dass du mal ein bisschen dein Event aufräumst und unnötige Items verkaufst. Sehe ich so aus, als hätte ich Geldprobleme? Naja, Inventslots halt Probleme. Nicht, dass du irgendwann die Items, die du eigentlich im Invent brauchst, nicht mehr drin hast und extra da an. Ja, deswegen ans gibt's Lager ja ein Lager. Ja, aber wäre ja unnötig, wenn du da extra Zeit verschwenden müsstest, um das aus dem Lager zu suchen. 96 Bestienzähne. 54 Schalentierpanzer. Kann man ja mal machen. Soll ich dir eigentlich noch ansagen, wenn Strea da was hat? Oh lol. Die eh bald rausgemacht wird, oder soll ich es einfach lassen? Dämonenschwanzfeder habe ich gerade bekommen. Trotzdem ansagen. Alles klar. Mittlerweile bin ich auf 130.6 bei Tank. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Ich habe auch keine Bei Ahnung. Einhandschwert bin ich bei 441. Was bedeutet das? Ich habe 18 Skillpunkte. Da sind ja die fehlenden. Sternstich. Sind halt trotzdem noch ein paar, die ich noch brauche. Ich will nämlich alles Ja. hier lernen. Und wie bekomme ich den X-Skill für Zweihand? Weil irgendeiner sagte mal, es gibt so ein X-Skill, wo man dann zweihändig klatschen kann. Gut möglich, dass es erst ab einem bestimmten Event-Level oder Boss freigeschalten wird. Er sagte, das hängt von Skills ab. Alles klar. Erhalte sofort Agro, erhöht kurzzeitig die Menge. Das muss ich dann wahrscheinlich da freischalten. Erzeugt ein Gebiet, das Abwehr erhöht. Nutze. Da ist es gerade ein Gegner in mir gespawnt. Echt? Habe ich Nutze nicht gesehen. eine physische Barriere. Aha. Okay, das ist Schutz. Tausch deine Agro mit der eines Partners aus. Erzeugt ein Gebiet, das den Schaden von Atemangriff reduziert. Okay. Was? Oh lol, die zwei Skills habe ich sogar schon drin. Lange. Da habe ich einen Stern, da habe ich einen Stern, da, Stern, Stern, Stern. Alles klar, ich habe bei allen Sternen außer bei den zwei letzten. Ich weiß auch nicht, was der Stern bedeutet. Hat man dann den Skill gemeistert? Gut möglich. Kann auch einfach heißen, dass es einer der Favorite Skills ist, die man am häufigsten verwendet. Aber dann hast du die Attacke gerade gesehen? Ja. Okay, das ist ein anscheinender Boost. Alter, die Attacke ist heftig. Richtig. Strea ist übrigens wieder militant. So, du machst verlängert die Abbruchzeit von Angriffen und erhöht das Angriffstempo. Du kommst dahin. Dann habe ich nämlich die Schwertskills alle ganz oben. Das finde ich nämlich dann am besten. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen? Ah, nee. Aber hier ist halt gar nichts. Es ist komplett Nee. nutzlos gewesen, hier hinzulaufen. Dafür sprinten wir jetzt ein bisschen durch. Ich kann meine Waffe aufwerten. Ja, ich habe eine Dämonenschwanzfeder gefunden. Ach stimmt. Und dann brauchst du in Wirklichkeit irgendwas anderes von dem Dämonen. Das wär's. Nee, nee, ich weiß, also das, was ich aufmotzen wollte, kostet auf alle, also da brauchte ich auf alle Fälle noch eine Dämonenschwanzfeder. Das habe ich mehrmals nachgeguckt. Alles klar. Da ist es halt auch wieder sinnvoll, List dabei zu haben. Warte, ihr könnt halt jetzt direkt schmieden. Ja, aber die macht halt nichts im Kampf. Die steht da und guckt nur zu. Ja. Ach, Kirito. Ich hasse es, wenn der irgendwo hinschlägt, wo kein Mensch ist. Ja. Ist aber halt typisch SAO da. Das ist auch verfehlt.
Ich habe gerade mit einem Schwertskill 3 Gegner gleichzeitig geplättet. Warum auch nicht? 3 Wiederherstellungskristalle. Hat Domo jetzt eigentlich noch den Boost? Den EP-Boost? Das war jetzt echt eine Frage. Schauen. Nee. Weil ich kann ihr jetzt mittlerweile schon wieder einen Trank geben. Alles klar. Okay, jetzt sehe ich auch, wo sie gebufft wird. Wenn sie gebufft wird, wie man das halt sieht. Ach, sie hat unter ihrem Bild steht EP und da sind so Pfeile nach oben. Mm. Warum bin ich eigentlich schon wieder so langsam? Da, Tempomeister. Boah, Alter, Tempomeister ist echt der geilste Skill. Es müsste Tempomeister 2 oder sowas geben. Also damit man noch schneller sprinten könnte. Man kann natürlich auch auf die Ausrüstung setzen, damit man quasi nur auf Bewegungstempo sich fokussiert. Ja, aber nur Bewegungstempo ist ja auch irgendwo doof, wenn du dann beispielsweise Abwehr oder AP brauchst. Ja, ich gehe halt lieber auf LP, AP und Abwehr als auf alle anderen Sachen, einfach weil ich bin halt lieber langsamer. Und halt dafür was aus. Ja. Chart Level 22. Kann bei Strea es wieder aktivieren. Komm ich da vorbei? Ich da jetzt ja links gehen, wa? Ja. Das sind 2 starke Gegner. Aber wahrscheinlich nicht stark genug, um dich aufzuhalten. Ohrringe. Starke Ohrringe. Heben dich dann auf einmal so hoch. So stark sind die Ohrringe. Okay, jetzt kommen wir direkt zu einem starken Gegner. Ich würde da jetzt einfach aber rechts vorbeirennen, erst zum anderen starken Gegner, wo die Kiste ist. Und dann würde ich gern mal sehen, was für ein starker Gegner. Dann ist es nur so ein Haufen Steine. Da, 35, so ein großer Ritter. Hier kommt der halt gar nichts aus. Ich hab das natürlich jetzt auf Dub umgestellt. Der Nova-Schlag kostet 100, 100 AP. Ja, kann man ja dann wieder aufladen. Ja, und dafür, dass der 100 kostet, ist der halt auch richtig stark. Ja, das ist ja sowieso. Warum sind da jetzt eigentlich so viele Gegner? Das frage ich mich auch, aber sind wahrscheinlich gerade hobbylos. Wer kann es wieder aktivieren?
aber ich glaube, dass der Skill Tank passt zu mir. Aktuell. Ich meine, wie viele Gegner waren da jetzt, die alle auf mir rumgekloppt haben? 4, 5 Stück? Ja, plus der starke Mob. Hat mich Domo jetzt eigentlich geheilt? Da hab ich nicht drauf geachtet. Weil ich habe aktuell nur ein bisschen mehr als 1000 Leben weniger. Und ich glaube nicht, dass die 5 Gegner nur 1000 Schaden gemacht haben. Naja, ziemlich viele sind aber auch auf Tomoe selbst drauf losgegangen. Was habe ich denn da für einen komischen Boost? Welchen genau meinst du jetzt? Ja, die roten Linien, die von mir weggehen. Das meinst du? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Ah. Ja, kannst du übrigens aktivieren wieder. Mittlerweile ist sie weniger Tusel, ne? Aktuell macht sie fast nur noch sexy oder militant. Und nochmal. Ja. Okay. So, dann klatschen wir die Schweine hier noch weg, bevor wir den Boss angehen. Und nochmals Dreher ist sexy. So, Leidels. Wow. Da dachte der Gegner, dass er auch dazu gehört. So. Darf ich jetzt gegen den riesigen Boss fetzen, ohne dass jemand von euch kommt? Der hält ja genauso wenig aus wie der von gerade eben. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, ich bin mittlerweile Level 55. Ja, das ist ja schon. Der hat aber noch eine Lebensleiste. Ja, wenn man bedenkt, wie schnell wir die Grüne da jetzt runterhauen, die sind schon runtergehauen da. Da rennt er einfach an mir vorbei und ich hau den Skill komplett ins Nirgendwo. Das sind andere. Oh nö. Da rennt er genau in dem Moment vorbei. Das sind meine EP. Chart ist Level... Oh lol. Chart und Tomoe sind aufgestiegen. Tomoe ist mittlerweile 18, Chart 23. Und Strea militant. Strea levelt aber äußerst langsam. Ja, da wollte ich gerade zu sagen, da tut sich gar nichts am Leveln. Nee. Holy shit. Trotz, dass du sie ja eigentlich permanent im Schlepptau hast. So, und falls wir heute kein Thumbnail zu, also falls wir jetzt in der Folge kein Thumbnail zusammenbringen, hole ich mir mal ganz kurz eins. Das wird jetzt interessant zu sehen, wie genau. Wie genau ich ein Thumbnail holen werde? Ja. Ganz easy. Dann stellst du dich irgendwo hin und zoomst so ganz nah an deinen Charakter ran. Thumbnail! Ah. Hab mir ein Thumbnail besorgt. Da! Hab ich. Genug.
Mittlerweile 90 Angriff plus 4100 LP. Was brauche ich als nächstes? Schon wieder Dämonenschwanzfedern. Ja, war zum Glück diesmal wieder nur eine. Habe ich Dämonenschwanzfedern eventuell im Lager? Würden die nicht automatisch im Inventar bleiben, wenn du selbst schon welche dabei hast? Weiß ich nicht. Also je nachdem, wie die Einheiten hier gerechnet werden. Komm, ich bezweifle, dass es gerade mal 3-4 pro Slot sind. Pro Stack. Wie kann ich ihn umschalten? Nee. Da. Nee, das ist Fenster wechseln. Dämonenhorn. Okay, jetzt sehen wir aber, wie es gehandelt wird. Und zwar mache ich jetzt mal das, was ich am meisten habe, und zwar Bestienzähne. Und nimm da einfach mal so viel ins Lager. Okay, gut, das wird nicht mitgerechnet. Das gefällt Tomoe natürlich. 54.000. Okay, wir müssen wieder Dämonenschwanzfedern besorgen. Au, 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 au. Was ist? Ich bin nur gerade so komisch gesessen, dass ich mir jetzt, dass mir jetzt mein Steißbein wehgetan hat. Ach so. Ja, Tomoe hat gut mitgelevelt. Im Gegenteil einer gewissen anderen Person. Ich will ja keinen Namen nennen, aber Strea. Da stehen aber ganz viele Leute. Also entweder ist das wieder nur sowas, wo du vorauslaufen musst, weil irgendein Nebel oder so. Oder ein Boss. Aber das wäre dann ein kleines Gebiet, wenn jetzt schon der Boss kommt, weil stell dir mal vor, ja, wie groß das Gebiet vorher war. Und wenn du jetzt auf die Karte guckst, ja, okay, also wir sind ja da, sind wir ja schon überall gewesen und da hätte ich bestimmt schon alles aktivieren können. Das könnte sogar der Boss schon sein. Ja, mit so wenig Personen. Eigentlich wollte ich Tomoe noch einen Gebettrank geben, falls es wirklich ein Boss ist. Naja. Der Bossraum ist also gleich da vorne. Ah, das ist geil. Es ist also ein Boss. Alles klar. Also Annette ist es. Alles klar. Bevor wir gegen diesen Boss kämpfen, sollten wir alles durchgehen, was wir über ihn wissen. Er nennt sich Grimm der Vorausschauende. Der Hauptkörper ist gefährlich, aber er hat auch zwei Phantomgliedmaßen, die eine nach der anderen angreifen können. Achte auf seine horizontalen Schwingangriffe. Nach seinen Schlägen kommt noch ein verzögerter Flächenangriff. Er ist sehr stark, du solltest ihm ausweichen. Mein Rat lautet, erst die Armee des Hauptkörpers zu zerstören. Die Phantomgliedmaßen greifen dann wie verrückt an. Zerstöre die Gliedmaßen, wenn sie angreifen. So schlägst du den Boss K.O. und kannst den Schwachpunkt angreifen, den Kopf. Mehr wissen wir momentan nicht. Irgendwelche Fragen? Ich bin nicht bereit. Ich möchte bitte... Okay, ich kann nichts anderes auswählen, als bereit zu sein. Alles klar. Doof gemacht. Ja. Du bist daran interessiert, beim Raid mitzumachen? Nee, ich bin eigentlich nicht daran interessiert. Viele Gruppen haben bereits gegen ihn gekämpft, aber noch keine hat ihn besiegt. Tja, dann wirst du jetzt sehen,
Wir werden jetzt nämlich zu viert da reingehen. Ich, Chord, Domoy und Strea und werden den Boss alleine legen. Du würdest es wahrscheinlich sogar solo schaffen. Kämpfe gegen Gebietsbosse sind nicht dasselbe wie gegen normale Feinde. Ich glaube, wir könnten das Blatt gegen dieses Ding wenden, wenn du mitmachst. Was denkst du? Alles klar, dann konntest du ja doch noch ablehnen. Ich kann leider nur einem immer einen EP-Trank geben. Das heißt, ich könnte jetzt nicht hergehen und uns allen einen EP-Trank geben. Schade. Das ist richtig nervig. Möchtest du etwas besprechen, bevor wir uns dem Boss widmen? Glaube ich, dass sie widmen sagte. Solo. Wir schaffen das, Leute. Diesmal gewinnen wir. Ich gehe da solo rein und die tun so, als hätte ich gerade den kompletten Raid ausgewählt. Ja. Alle rennen rein und gleich stehen wir nur zu viert beim Boss. Yep. Okay, also muss ich den zuerst angreifen, damit seine Gliedmaßen angreifen, um seine Gliedmaßen anzugreifen, damit er K.O. geht, damit ich seinen Kopf hauen kann. Habe ich das richtig verstanden? Seine zwei weiteren, die da bei ihm stehen waren. Ja. Hält aber ja nicht viel aus, als in dem Fall. Ist natürlich jetzt nicht so geil, dass er direkt auf Domoy geht. Naja, aber so viel Schaden nimmt sie ja aktuell nicht. Ah, jetzt ist Short sein Ziel. Fucking Short. Jetzt schon die letzte HP-Leiste. Kann sein. Ich bin aber auch fucking überlevelt. Also man kann echt nicht sagen, dass ich ein bisschen, dass ich nicht wirklich hardcore überlevelt bin. Nee. Nein, ich wollte gerade noch raus. Puh, da stehe ich gerade noch drin. Scheiße. Ja, komm, die drei Damage. Ich bin voll. Domoy hat Arbeit gemacht. Ich wurde schon ein paar Mal getroffen und habe noch nicht ein Highlighter benutzt. Alles klar. Domoy arbeitet, Alter. Hat der noch eine Lebensleiste? Ja. Wenn du so bei der Boss-Lebensleiste guckst, das sind drei. So komische, das sieht aus, als wäre da was zu Bruch gegangen. Und ich glaube, das zeigt an, wie viele Zusatzlebenleisten der hat. Alles klar. Der eine Armchest geht auf Short, der andere auf Domoy. Habe ich auch gerade gesehen. Und der Boss selbst dann auf Strea. Was hast Domoy da gerade gemacht? Die ist da gestanden und hat ihren Dolch in die Luft gehalten und die Faust flog über ihr, ohne ihr Damage zu machen.
Warum auch nicht? Grimm der Vorausschau und der Erfolg freigeschaltet. Und zwar im Solo Raid mit Domoe, Chord und Strea. Fucking Chord hat den letzten Angriff gemacht. Fucking Chord hat mir den Kill geklaut. Der Boss dieses Gebietes wurde besiegt. Ein neues Gebiet wurde freigeschaltet. Du kannst es vom Teleportor in der Stadt aus erreichen. Jetzt können wir ins nächste Gebiet. Alles klar, gehen wir in die Stadt und bereiten uns vor, dieses neue Gebiet zu erkunden. Tja, da habe ich den Gebietsboss solo gemacht mit meinen Mates. Yep. Gut Leute, und dann würde ich sagen, wir danken euch fürs Zuschauen und wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Sword Art Online Holorealization wieder ein. Ciao! Ciao!